Herzlich willkommen zur 145. Folge Krass Toro 2 mit dem Felix. Moin. Hallo. Ja, das ist natürlich eine ganze Ecke, was wir hier an Kram haben, was weg muss, ne? Aber gut, nicht zu ändern, muss gemacht werden, weil wir haben uns jetzt entschlossen, oder was heißt entschlossen? Wir wurden gezwungen von unserer Aufgabenplanung. Wir müssen nach Du hast gezwungen. Immersion. Meine Roboter sind ganz komisch irgendwie gerade beim Abreißen. Manchmal kommen da irgendwie nur fünf Dinger raus und manchmal zwischendurch kommt dann so eine Riesenwelle raus. Dann hast du gerade nicht mehr genug Strom im Hangar. Habe Ich ich. hatte noch nicht mal angefangen und die haben nur Ach mit so. drei Dingern gearbeitet. Okay. So, was heißt der? Da müssen wir noch einmal nach links laufen. Machen wir den da noch weg. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, oh, 4, 1, 2, 3. Na gut, wir dürfen nicht zu weit nach rechts rüber. Haben wir hier noch schöne Sachen. Aber es ist, muss man ganz klar sagen, wenn man zu zweit ist, ist so ein Feld einfach mal ruckzuck abgebaut. Wenn man davon absieht, dass ich gefühlt einen Zehntel mache und du den Rest, ja. Ist ja vollkommen egal. So, hier oben ist noch was. Na gut, eigentlich können wir hier auch gleich schon damit rüber War gehen. klar. War klar. Ja, genau, jetzt holt noch schön Eisenerz da oben weg. Ja, das Eisenerz können wir dann ja auch noch anschließen mit, dann irgendwann. Vielleicht. Könnte da vielleicht mal, danke. Oh, die ganze Natur hier entfernen. Ja, wir brauchen Platz für Industrialisierung. Das ist halt wie im echten Leben. Harte Worte, aber richtige Worte. Ja, ist leider die Wahrheit. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Oh, ja, genau. Jetzt habe ich außerdem Loop unterstellt von der Schlacke da. Och, So hier. nee, echt jetzt? Was? Viel Spaß. So, haben wir dann alle Felder? Und den größten Teil des Waldes? Oh ne, hier ist Bis noch. hierhin, ja. Aber es ist auch viel mit der Schaufel. Viel Spaß. Oh. Bin schon wieder blind. Hab ich hier rausgeworfen? Mach Blinder. Ach so, die beiden da oben noch. Oh, und noch welche hier unten. Wer? Ach, echt jetzt? Beide. So, haben wir's. Perfekt. Gegen den einzigen Stein, der hier weit und breit noch steht, und ich renne dagegen. Oh, hier schießen Nester. Ja. Das Kannst gibt's ja nicht. theoretisch sogar links rüber. Also zumindest sie wegmachen. Also ich könnte sie wegmachen. Du hast ja keine Weitschussdinger.
Aber du kannst bestimmt mit dem Plasma-Ding da einmal rüber schießen, das ganze Ding ist weg. Also Ja, irgendwie ich will cool. erst mal meine Roboter hier alle eingesammelt haben, nicht dass die dann auf einmal losjagen. Ach, wäre doch witzig, wenn du einmal kurz wieder Peng machst und dann die ganzen Roboter sind weg. Wie gut, dass ich Lentil dabei habe. Wie gut, dass ich den ganzen Waggon mit Landfill dabei habe. So, dann machen wir die Insel hier auch gleich clear. Was haben die alles hier vollgespuckt? Ach, hier oben ist ja auch noch was. Jetzt muss ich die Fische einsammeln, weil ich die auch da. Auch echt, das Fisch jetzt bleibt doch mal da stehen. Danke. So. Den noch weg. Kupferfeld hier oben auch schon mal mehr oder weniger frei. Und dann sollten wir es haben. Dann. Mensch, hier überall so viel Wald, ey. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also hier ist extrem viel Wald. Das hätten wir am Anfang gut gebrauchen können. Anfang hat man echt wenig Wald gehabt. Frag mal, welchen Zaun ich gerade hatte. Welchen? Den Bing Bing. Level up. 82? Sehr schön. Das ist doch super. Bei mir fehlt da noch ein bisschen was. So 1,5 Millionen Skillpunkte etwa. Na gut, das kommt jetzt auch durch das Waldabreißen, ne? Ich glaube, so viel bringt gar nicht der Wald, aber bist halt ein Ticken öfter gestorben jetzt inzwischen, glaube ich. Wie viel Tod hast du? Ich habe 8. Ich auch. Dann bist du einfach zu schlechteren Zeitpunkten gestorben. Wahrscheinlich. Also es kommt. Weg damit. Ja, danke. Ja. Und der letzte Rest ist hier oben. Dann kann es losgehen. Mit dem Bau. Wobei haben wir oben Roboterabdeckung. Unten auf der Ecke haben wir Roboterabdeckung. Da können wir hinlegen, das ist gut. Es ist die Frage, wo gehen wir rein? Ich würde sagen, wir machen hier den Bahnhof für die Einladung. Einladung, Ausladung. Ja. Also eigentlich relativ nah hier hinter. Ach so, jetzt habe ich meine ganzen Schienen natürlich noch im Zug. Strategisch gut geplant und so weiter oder geparkt. So, und wir brauchen jetzt hier erstmal
einen Drohnenhangar, damit wir hier mal das Zeug abgeholt bekommen. Den parken wir hier mal auf die Ecke. So, Anbieterkiste hin da. Okay, nein, keine Anbieterkiste. Passt nicht alles rein. Ich brauche dann wieder Warenhaus. Traurigerweise. Okay. Na, Anbieterlagerhaus reicht auch nicht. Dann habe ich keinen Platz. Sondern Warenhaus. Hinein, hinein. Abfallplätze. Holz, 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 Holz. Bin ich blind? Wo ist denn das Holz? Da ist das Holz. Gut, so, dann könnt ihr es jetzt abholen. Gut, die Frage ist jetzt, was brauchen wir jetzt hier oben alles für die Anlieferung? Ich mach mal Zettel. Wir brauchen definitiv Immer sieht, ja. Immersit. Schwefelsäure brauchen wir auf jeden Fall. Seltene Metalle. Seltene Metalle. Salpetersäure wolltest du machen hier, ne? Genau, das machen wir jetzt hier. Vor Ort. So, das haben wir, das haben wir, das machen wir, das machen wir, das brauchen wir, das kriegen wir. Schwefelsäure kommt dann hier hoch. Sicher, dass du Salpetersäure vor Ort machen willst? Weil wir kriegen es ja alles hier. Dann darfst du Mineralwasser auch noch anliefern lassen. Okay. Mineralwasser. Und dann brauchen wir ja irgendwas, irgendeine Anlieferung. Da sollten wir mal zwei Bahnhöfe einplanen für etwas, woraus wir dann Materie herstellen. Von Sachen, die wir halt weg haben wollen. Ich hätte sogar fast gesagt, dass wir nur die Umwandlung machen, dass wir die Materie da oben anliefern und dann, dass wir halt dann irgendwo so eine riesen Umwandlung von Sachen in Okay. Materie machen Das und dann heißt. halt speziell da oben, dass nur die Ma Sache Materie, von Materie in das andere umwandeln machen. Ja gut, nee, dann lass uns doch in der Materieanlage das Zeug auch gleich umwandeln. Das Dann. Problem ist, dass wenn wir das machen, dass wir uns da ziemlich halt einengen. Weil wenn du sagst, dass wir das machen wollen, müssten wir eigentlich so eine Fläche schätzungsweise, wenn wir es ordentlich machen wollen, von dem Quadrat so zum Beispiel nehmen. Wenn wir jetzt die Steinanlage wegnehmen, halt auf, nur von der Größe her halt so eine Vorstellung zu haben. Jetzt suche ich gerade deine Position, die du markiert hast. Das Riesenquadrat, wo das die Riesenwasserfläche mit Kohle 14 in der Mitte ist. Ah, Das ist okay. halt jetzt Ja, nur als nee. Flächenbeispiel schätzungsweise, wenn wir das machen wollen würden, wie du es gesagt hast. Okay, nee, Weil dann. wir vermutlich, glaube ich, so viele Materieumwandlungen brauchen, verschiedene Sachen später, dass sich das, glaube ich, eher rentiert, wenn wir die Umwandlung von Materie in andere Sachen dann hier oben machen. So, und Weil wir alleine ich. schon so viel Fläche verschwenden durch die Umwandlung von anderen Sachen in Materie. So, und ich glaube, dann habe ich jetzt hier schon einen Fehler gemacht. Weil ich denke mal,
dass ich da mit der Kreuzung hier auf jeden Fall noch deutlich weiter nach oben muss. Naja, noch ist es ja nicht so tragisch, formulieren wir es so. Dann bauen wir die Kreuzung hier hin. So, ist natürlich knapp mit dem Eisenfeld, aber das müsste passen. Dann brauchen wir jetzt Anlieferung. So, wie viel hatten wir jetzt gesagt? Materie, immer sieht, das heißt 2, 4, 6, 6 davon, 2, 4, 6. Jawohl. Dann kopieren wir uns diese Anlage hier. Dann gleich, sobald ich hier von 2 auf 1 gegangen bin. Und dann müssen wir uns da halt noch eine Dings bauen. So, das heißt, wir kopieren nur das bis hier. Wunderbar. Schon mal dabei sind, dann hauen wir hier gleich noch einen Upgrade-Planner rüber. So, und dann brauchen wir jetzt hier vier Bahnhöfe noch mit Ausladung von Flüssigkeiten. Abholung, Abholung. Haben wir irgendwo eine Flüssigkeitenausladung? Theoretisch die in unserer Basis für Flüssiggas und die Ölausladung halt, ne? Die Ölausladung. Wo war die Ölausladung? Da. Kommt von oben. Dann haben wir hier 1, 2 Ausladungen. So, das heißt aber, Ausladung hier brauchen wir nicht mehr. So, zwei Ausladungen so. Wo bist du gerade? Unten an unserer Mauer. An Und unserer ehemaligen Mauer. Die in 5 Wochen vermutlich nicht mehr steht. Also fünf Wochen, okay. wenn wir dran mal arbeiten. Alles klar. Ich habe nämlich jetzt mal da so ein kleines Ding hingezogen.
So, jetzt habe ich aber keine Schienen mehr. In meinem Zug sind noch Schienen drin. Ja, die habe ich mir gerade geholt. In meinem Zug waren noch Schienen drin. Jetzt müssten wir auch hier oben, wo wir gerade arbeiten, überall Radarabdeckung haben, dass wir alles sehen. Hört sich grundsätzlich nicht verkehrt an. Und wir sind von rechts oben halt sicher. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist sehr gut. Dann können wir das wenigstens nicht vergessen. Wenn man aber mal so guckt, fehlt echt noch, vom Gefühl her, die Hälfte der Mauer mindestens. Wir haben zwar jetzt rechts unten und hier oben das kleine Stück, aber da fehlt noch eine. Und dann kommen ja noch die großen Teile. Ja gut, hier, genau, hier fehlt ja im Endeffekt noch einer. Und ja, dann halt im Habe ja schon Endeffekt. so eine Eckpunkte gesetzt da. Die Punkte auf der Karte sind ja so die Eckpunkte, wo ich so ungefähr vermutlich so eine Mauerlänge zu setzen. Na gut, also die linke Seite, also oben kannst du noch gerne zumachen. Die ersten vier Punkte da. Ja. Da ist noch in Ordnung, aber danach, also nach unten, also Ja, links ist den sowieso ganzen Westen schwer. würde ich nicht machen, wollte ich gerade sagen. Zumindest erstmal nicht. So, ich bräuchte jetzt halt hier mal langsam Sachen, ne, Kollegen. Müsstest ja aber ja Roboterabdeckung haben. Klein bisschen. Ja, das denke ich auch mal. Wir haben aber echt viele Logistik wieder frei durch die seltene Metallaktion. Das ist. Ich wollte gerade sagen, kein Strom. Aber. Ja, das macht allein 5000 Roboter aus, ne? Das ist schon Wahnsinn. Und wenn jetzt dann irgendwann die Arbeitsrobotergeschwindigkeit oben noch durch ist. Dann denke ich mal, werden wir weitere. Na gut, wir benötigen jetzt 8000 knapp. Dann wären wir von den 8000, wären wir dann halt nur noch 3.500 benötigen. Das heißt, dann wären wir wahrscheinlich auf 10, 11.000 frei werden. Würde ich jetzt mal schätzen. Hätte auch irgendwie so was in dem Bereich gedacht. So, wie wollen wir die Anlage hier oben nennen? Immersiedanlage? Ich hätte gesagt, ja. Gut, dann machen wir Immersiedanlage. Anlieferung. Schwefelsäure. Anlieferung Mineralwasser. Traumhaft. Mineralwasser. So, dann haben wir hier so Mineralwasser, check, Schwefelsäure, check. Dann kommt hier jetzt Rohs Immersiet, Rohs Immersiet.
Ferie. Seltene Metalle, seltene Metalle. So, irgendwas vergessen. Guck bitte nochmal drüber. Nochmal bei der Immersiedanlage drüben. Also, seltene Metalle brauchen wir da Immersiedpulver. Vorausgeschickt, dass wir die Terrassenzelle überflüssig. Du denkst, oder hast du im Hinterkopf, dass wir dann auch noch Sand abholen da müssen, wenn wir das hohe Immersied da verarbeiten? Ja, das kommt ja dann in der Abholung. Ja. Da machen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber. Du hattest Mineralwasser gesetzt, ne? Ja, kannst ja alles angucken, was. Ja, ich bin gerade rechts am gucken bei den Anlagen und guck, wo ich mich nicht dran erinnere. So, was hast du gesagt, Mineralwasser? Ja, hab Mineralwasser habe ich. Du wolltest dann die, wie heißen die Kristalle? Nein, die Kristalle, die wir aus Immersit und den beiden Flüssigkeiten halt herstellen, ne? Wolltest du die nur abholen lassen oder aus denen auch direkt die Sache weiter verbauen? Das würde ich sagen, machen wir in einer extra Anlage, dass wir dann das Zeug hier oben abholen. Okay, gut, dann kann ich das außen vor lassen. Ich würde jetzt nichts sehen, was uns noch fehlt. Die beiden Fahrradflüssigkeiten kann man ja mit den Luftkondensatoren herstellen, ja. Denke ich mal. Ja, kann man. Ich hoffe, dass dies eine, dass die Doppelanlieferung für seltene Metalle reichen müsste, aber locker eigentlich. Das denke ich aber auch mal. Das sollte kein Problem darstellen. Weil unsere ganze, also wirklich, die komplette Schmelze ist wirklich komplett vollgelaufen. Die steht komplett. Außer halt das seltene Metall, also das rohe seltene Metall, das ist da oben noch nicht vollgelaufen. Aber es sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Also damit können wir schon mal zufrieden sein. So. Aber wie gesagt, müssen wir halt noch Materie machen. Aber das ist dann ja im Endeffekt egal. Nur für den Zug hier. Ach so. Okay. Meinst du mit Anschluss Immersit 4 das nur draufzupacken oder das mit Zügen abzuholen? Zu dem Zeitpunkt war es noch einfach nur drauf zu packen. Aber jetzt müssen wir es ja im Endeffekt dann mit Zügen abholen dann. Dann ändere ich mal eine von den Immersit-Dingern so, dass wir 2, 4 und das, was auf den Schienen ist, welches ist das? Wir haben ja noch eins an den Schienen hinten drin. Ne? Das war Immersit 6. Sieht nur noch 6 aus.
du mal, also immer sieht 6 willst du jetzt schon dann hochholen lassen. Naja, die haben wir halt schon angeschlossen, ne? Ja. Also schreibe ich jetzt erstmal Anschluss immer sie 2, 4 und 6 hin. Okay. Weil ich gerade die Aufgaben durchgehe, was und, wir. Und 7 bitte. 7, weil 7 ist hier direkt unter der Forschungsanlage, das können wir auch gleich noch mit anbauen. Seltene Metalle hat eigentlich erstmal keine Priorität, also kann eigentlich in der Liste nach unten, ne? Oder hat das doch Priorität? Ich weiß nicht, wie es mit dem. Das kannst du dann da ganz unten packen, weil wie gesagt, wir müssen halt zwangsläufig erst darauf warten, dass seltene Metalle 4, also SE1123, weg ist. Ansonsten können wir da keine Anlieferung bauen. Das ist S, was habe ich gesagt? SE? SE1123. SE1123, das wären in roundabout 130 Stunden. Puh. Das ist heftig. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt da in der To-Do-Liste. In das To-Do-Liste. Okay, baust du dann noch unten die Warenhäuser drunter? Ja. Wolltest du dann hier die beiden, die dasselbe anliefern, ins 1 haben oder wolltest du jeweils einen einzelnen? Also ich würde erstmal sagen, wir machen hier noch die 3 unten drunter, die wir ja sonst auch immer haben. Aber ich würde dann eher schon sagen, dass jedes Doppelfließband sein eigenes bekommt, oder? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir was machen. Mineralwasser mit dem Tank. Achso, ich sollte lieber erstmal ganz schnell jetzt hier Signale setzen, sonst kriege ich gleich ein Problem. Weil theoretisch sollten gleich die ersten Züge hier einfahren. Theoretisch, praktisch werden wir sehen. Jetzt weiß ich auch, was ich seit ungefähr 50 Folgen, 60? Seit wann haben wir Stahlpumpen? Irgendwie so hat die Richtung. Seit wann ich das, seitdem will ich das eigentlich automatisieren. Bisher habe ich es immer noch nicht geschafft. Okay. Ja, kannst du ja mal gucken. Jedes Mal, wenn wir irgendwas mit Öl oder Flüssigkeiten bauen, fehlt es immer an den Pumpen. Ja. Ach, guck mal an, ja. Theoretisch nicht, praktisch. Nur hier sind noch gar keine Klickhammer dran. Das ist jetzt natürlich ja, schlecht. Die hängen, glaube ich, noch ein bisschen zurück. Progress oder so, weil ähnliches war das. Ja, irgendwie sowas. Ich muss mal hier. Überlegener langer, überlegener Filter. Ne, ich muss mal ganz kurz ins Zug laufen. Mal ein paar Greifarme holen. Weil sonst stehen sich die Dinger da wahrscheinlich jetzt gleich die Füße platt. So, dann können wenigstens die Züge schnell ausgeladen werden.
Das heißt, ja klar, wir brauchen jetzt als erstes, dass immer sieht, ne? Baust du schon irgendwas am Immersit rum? Noch nicht, nein. Okay. Ich wollte jetzt erstmal das machen, was ich schon seit ein paar Wochen machen will. Oh, hier steht ein aktives Anbieterwarenhaus, das nehme ich gleich mal mit. Ah ja. Hast Was auch denn? gerade den Erfolg bekommen, oder? Was? Den Platzierer Ach, Tiefgraben? Natürlich. Den hat er bekommen. Boah, jetzt kannst du hier oben auch schon nicht mehr über die Schienen laufen. Das ist echt Katastrophe. Du musst jetzt überall aufpassen. Oh, guck mal, unser Steinfeld ist leer. Zack, oh, haben wir da oben endlich mal wieder nichts. Aber so lange sollte es ja dann doch nicht mehr dauern, bis das nächste da reinsackert. Meinst nicht? Zumindest nicht zu lange, ne? Das nächste Feld ist in 16 Stunden. So, kommt erstmal Immersit Grotte. Noch eins dazu. Mittlerweile kannst du sogar schon, wenn du das Ding auf komplett aufhast, kannst du schon scrollen. Weil wir so viele Felder haben, die an sind. Du hast ja aber eine sehr große Vielfalt an Zügen schon hierher geschickt, ne? Haben wir auch noch irgendwas von den anderen Sachen? Materie haben wir ja noch nicht anlieferbar. Rohes Immersit genauso wenig und die Flüssigkeiten, ne, ja, bis auf ganz rechts nicht, ne? Oder ganz eins daneben? Ja, ganz rechts. Ach ne, dann dürfen wir ja auch Mineralwasser abholbar machen, ne? Oder haben wir da schon, ne? Ja. Freude ist Oh, riesig. alter Schwede, guck mal den Bohrer hier an. Ja. Abbautempo 122. Aber die Frage ist, ja, so ist das glaube ich besser. Wenn wir da nämlich Produktivität reinpacken, dann kommt da nämlich noch mal ordentlich mehr bei rum. So 4% langsam ist der jetzt ja auch nicht. Nee. Weil Produktivität geht, glaube ich, in den Dingern hier nicht rein, ne? Nee. Ja, perfekt. So, dann ist das Feld hier leer, theoretisch in 147 Stunden. Ich dachte, jetzt kommt Minuten. Ja, es muss jetzt erstmal hochfahren. Also in 10 Minuten kannst du es halt dann wirklich erst sehen, wie es dann aussieht.
Perfekt. Aufpassen, wenn du gleich über die Schienen rüberläufst, irgendwann in den nächsten 50 Minuten. Warum? Dein Zug hat was zugepackt und ich schicke den Zug jetzt relativ ans Ende von deinem Ding da. Alles Um klar. genau zu sein, steht dein Zug dann mit der Nase da. Möglichst weit nach vorne, dass dann nicht ein Anhänger bei dem Beladen landet. Sicher noch einen schneller hier, ne? Gut, also ich sage mal, für Immersit brauchen wir mit Sicherheit mehr Felder. Mehr als die vier oder was meinst du mit mehr Feldern? Kommt mir hier, also die Beladung hier kommt mir sehr, sehr langsam vor. Dann Also deshalb bedenke, wir haben ja deshalb extra als Lösung nennen kann man es nicht nennen, aber als Notfallvariante auch noch die Materie-Sache da, ne? Weil wir davon ausgehen, dass wir nicht erstens nicht genug Erz bekommen und zweitens halt das Problem haben, dass wenn wir genug Erz ranbekommen, halt das andere eigentlich besser ist. richtig, vor allem, weil wir ja relativ zügig sind die Dinger ja auch leer gelaufen. Das heißt, man muss halt relativ häufig wechseln. Oder werden die, wenn die weiter wegkommen, werden die größer? Ja, man kann es nicht sehen, irgendwie, oder? 3,7, 8,2, okay, doch, die werden größer. Da haben wir schon 8,2 Millionen in so einem Ding, aber trotzdem 8,2 Millionen ist natürlich. Mehr, aber halt immer noch nicht so viel, dass man sagen könnte, gut, passt. So, also hier haben wir jetzt eine Abbauzeit von 18 Stunden bei dem Feld, wo ich jetzt hier bin. 18 Stunden, 18 Minuten. So, und wo ist das Feld W2629? Hier vorne, das haben wir sogar schon angeschlossen für die Lithiumproduktion. Das heißt, wir könnten da einfach wir haben uns zugebaut, dann können wir hier einen Bahnhof hinbauen und könnten das Wasser da abholen. Dann können wir uns das Wasser da rausholen. Das ist gut. Dann holen wir uns das Wasser von hier. Muss hier eben aus dem Weg fahren. Aber ich würde erstmal sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.